Hallo, wir sind von der Südpolshow auf 92,4. Dürfen wir Sie duzen? Ja, unbedingt. Bloß nicht sitzen. Und sagt bitte Bulli, weil wenn ihr Michael sagt, dann denke ich, ich muss mein Zimmer aufräumen, weil meine Mutter die Einzige ist, die Michael zu mir sagt. Könntest du einen Satz als Huibu sprechen und unsere HörerInnen so begrüßen? Nein, das geht. Natürlich kann ich das. Moment, ist meine Stimme los. Also, ich würde eigentlich sagen, ich bin Huibu und ich begrüße die Hörer von. Er mischt sich immer ein, es tut mir wahnsinnig leid. Warum mussten wir 16 Jahre auf Huibu 2 warten? Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch. Ich meine, mir ist es egal. Huibu ist analog, die anderen sind... Huibu ist digital. Die anderen sind analog, also ich habe Zeit. Ich hoffe nur, dass der dritte Teil nicht auch nochmal 16 Jahre dauert. Kannst du uns Huibu in 3 Worten beschreiben? Lustig, was er überhaupt nicht gerne hört. Ja? Nicht gruselig, das hört er auch nicht gerne. Und wunderschön. Was würdest du als erstes machen, wenn du ein Geist wärst? Durch Wände gehen, ein bisschen rumschweben. Auch ein bisschen zischen und mich unsichtbar machen. Ich glaube, das ist ein großer Spaß. Würdest du einen Fledermaus-Kacke-Keks essen, um Zauberkräfte zu bekommen? Nein, irgendwo hört der Spaß auf. Was haben du und Huibu gemeinsam? Die dünnen Beine. Ja, definitiv. Ich habe gelesen, dass du gar nicht selbst am Set warst, sondern ein Double. Wie habt ihr es geschafft, dass Huibu dir trotzdem so ähnlich sieht? Na, das haben die digitalen Künstler gemacht. Ne? Also zum einen wurde der Huibu mir so ein bisschen angepasst. Ne? Also erstmal wurde er gezeichnet und dann wurde er im Computer nachgebaut. Und in diesem Fall war es so, dass ich nicht nur gesprochen habe, sondern mit dem sogenannten Motion Capture Verfahren auch die Bewegungen vorgegeben habe, die als Basis dann für die Computeranimation genutzt wurden. Also ich kam mir ein bisschen eingequetscht vor in diesem 2 Nummern zu kleinen Taucheranzug. Aber es hat Spaß gemacht. Hast du als Kind an Gespenster geglaubt oder tust du es immer noch? Ich habe immer gehofft, dass es sie nicht gibt. Und das tue ich auch heute noch. Du schaust den Film ja heute mit deinem Sohn an. Hast du Sorge, dass ihm der Film nicht gefällt? Ach, ich bin da abgehärtet, weil bei mir zu Hause sind sie alle radikal ehrlich. Also, dass Dinge nicht lustig sind oder nicht gut, das höre ich sehr oft. Aber mir wird dann auch gesagt, wenn ihnen was gefällt. Also insofern bekomme ich da immer ein sehr ehrliches Feedback. Kennst du die Huibu-Geschichten mit Hans Klarin als Sprecher aus deiner Kindheit? Na klar, ich hatte ja selber eine Platte im Kindergarten mit diesem gruseligen Skelett vorne auf dem Cover. Und da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor. Aber als ich dann die Platte das erste Mal gehört habe und festgestellt habe, dass der Huibu die gleiche Stimme hat wie Pumuckl, war es für mich einfacher zu ertragen. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen der Südpolshow auf 92,4 grüßen und sagen, warum sie den Film Huibu und das Hexenschloss auf keinen Fall verpassen sollten? Liebe Hörer von der Südpolshow 92,4, ihr müsst Huibu unbedingt angucken. Ja, er mischt sich immer ein, tut mir leid. Unbedingt angucken, weil der zweite ist fast noch gruseliger als der erste. Ich finde ihn lustiger.